Du hörst die Lesung eines Textes auf dem Kanal Spiritscape, gelesen von Wolfgang. Bitte überprüfe mit deiner Intuition den Schwingungsgehalt selbst. Die Erwachten sind dazu bestimmt, dies zu tun. Die zwölftdimensionalen Schöpfer, gechannelt durch Daniel Scranton am 10. April 2024. Übersetzt von Wolfgang. Wir sind für euch da. Wir sind die Schöpfer. Wir sind ein zwölftdimensionales Kollektiv nicht physischer Wesen und wir sind hier, um zu helfen. Wir kennen euch sehr gut und finden euch faszinierend, auch aus unserer nicht physischen Dimension. Das heißt, wir wollen euch so gut wie möglich helfen, aber auch, weil wir wissen, dass ihr ein Teil von uns seid. Ihr könnt also auch darauf vertrauen, dass wir ein Teil von euch sind. Alles, was wir zu euch sagen, kommt bei euch an, weil wir ein Teil von euch sind. Wir sind dazu da, die Wahrheit für euch an die Oberfläche zu bringen. Das Gleiche könnt ihr natürlich auch mit euch selbst machen. Ihr könnt jeden Menschen um euch herum als einen Aspekt von euch betrachten und erkennen, dass ein anderer Mensch das Beste oder das Schlimmste aus euch herausholen kann und dass ihr das Gleiche für den anderen Menschen tun könnt. Erkennt also in diesem Universum der Dualität und Polarität, dass jeder Mensch das Potenzial hat, sowohl Sünder als auch Heiliger zu sein. Und das gilt auch für dich. Und wenn etwas bei euch hochkommt, dann ist es nicht eure Aufgabe, euch zu schämen und unendliche Schuldgefühle zu haben. Vielleicht müsst ihr etwas loslassen, das in euch feststeckte, und dieser Mensch hat euch geholfen. Vielleicht müsst ihr euch selbst verzeihen, nachdem ihr etwas gesagt oder getan habt, das nicht das Beste war, was ihr anbieten konntet. Es gibt unzählige Gründe, warum ihr euch mit einem anderen Menschen trefft, aber so viel wissen wir, nichts, was ihr tut oder sagt, definiert euch. Deshalb ist es am besten, wenn ihr euch selbst nicht zu sehr unter Druck setzt, wenn ihr Fehler macht, wenn ihr euch in dunkle Bereiche begebt, und wenn ihr nicht mehr so glänzend und neu ausseht. Wir versprechen euch, dass ihr euch immer wieder aufraffen könnt, euch selbst zu vergeben und andere um Vergebung zu bitten. Das Gleiche könnt ihr mit euren Mitmenschen tun. Ihr könnt nachsichtiger mit ihnen sein und sie weniger verurteilen. Ihr könnt erkennen, dass jemand manchmal einfach nur einen schlechten Tag hat, und ihr könnt allen einen Vertrauensvorschuss geben. Ihr könnt es euch auch zur Aufgabe machen, das Beste aus diesem Menschen herauszuholen, wenn ihr ihn das nächste Mal seht. Das ist eine der vielen Möglichkeiten, wie ihr euren Mitmenschen dienen könnt, indem ihr einfach da seid und die Erfahrungen macht, für die ihr euch entschieden habt. Natürlich erschafft ihr auch Erfahrungen für euch selbst und manchmal erschafft ihr unbewusst auch unerwünschte Erfahrungen. Aber auch hier habt ihr die Möglichkeit, euren Kurs zu korrigieren, euch selbst zu verzeihen und beim nächsten Mal früher zu erkennen, wenn ihr diesen Weg wieder einschlagen wollt. Seid freundlich und sanft zu euch selbst und nehmt das alles nicht zu ernst. Wir versprechen euch, dass ihr damit den Weg zu den besten Versionen eurer selbst ebnen werdet, die ihr überhaupt werden könnt. Wir wissen auch, dass diejenigen von euch, die wach sind, dazu da sind, das Beste in ihren Mitmenschen hervorzubringen. Das ist sehr gut. Wir sind die Schöpfer und wir lieben euch sehr. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung von Spiritscape. Vielen Dank für deinen Energieausgleich.
Danke.